Talal inspiziert sein Lager täglich. Das Attentat sollte bei einer seiner nächsten Inspektionen stattfinden. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Ja. War. Ja. Die Steuerung ist manchmal so ein bisschen für ein interessant. Ach, da oben ist das. Okay. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wir machen uns mal auf den Weg, unserem Freund Talal einen Besuch abzustatten. Na, komm hoch. Ah, dann nehmen wir halt die Straßen, es ist auch gut. Was tut er da? Komm, lass ich doch mal fallen, so. Okay. Also, wir wissen ja, dass Talal Bogenschütze ist. Das heißt, er wird auf jeden Fall auf irgendwelchen höher gelegenen Positionen wahrscheinlich angreifen. Damit müssen wir natürlich rechnen, sodass wir auch versuchen sollten, möglichst irgendwie von oben an das Ziel ranzukommen. Oder zumindest möglichst hoch zu kommen, möglichst schnell, bevor er irgendwie das Feuer auf uns eröffnen kann. Oder uns entdeckt. Das heißt, wir sollten auch versuchen, möglichst nah an ihn ranzukommen. Bevor man uns bemerkt. Denn wenn man uns bemerkt, wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig werden. Kommen wir denn jetzt hier einfach so? Nein, kommen wir natürlich nicht. Aber ich habe hier doch gerade eine Leiter gesehen. Und darüber könnten wir doch jetzt hier versuchen, ob wir jetzt hier... Ja, sehr schön. Kommen wir jetzt hier übers Dach rein. Okay. Halt! Ihr dürft hier nicht passieren. Wir müssen mal gucken, dass wir hier nicht so auffällig werden für die Dachwachen, dass sie uns hier entdecken. So. Noch. So, jetzt, mal schauen. Ab jetzt sollten wir ein bisschen unauffälliger vorgehen, glaube ich. Und wir müssen mal schauen, wo wir hier einen Eingang zu dem La... Oh, das ist nicht gut. Ich habe irgendwie den Eindruck, man erwartet uns. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja. Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen. So wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupferchen. Einpferchen? Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nicht. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Wir wurden erwartet. Hilfe! Helft mir! Wir wurden erwartet und das gefällt mir ganz und gar nicht. Das heißt, unser Freund Talal ist vorbereitet. Aber das heißt auch, dass uns irgendjemand verraten hat. Ihr wollt den Mann sehen, der euch hier gerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht. Und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Wieso habe ich denn den Eindruck, dass das ins Licht treten keine allzu gute... Ihr wurdet geschickt, um mich zu töten, ne? Idee ist... Also, tretet ins Licht. Wir werden sehen, wie gut ihr seid. Aber ich glaube, uns bleibt keine andere Wahl. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl.
Ihr müsst sterben. Eyyuhal Murtad! Das wird euch eine Lehre sein. Seine Gürtel kommen wieder hierher. Wie einfach. Na komm. Ja. Der nächste kann ruhig nochmal angreifen. Komm. Wir sollten versuchen, das möglichst, glaube ich, zügig über die Bühne zu kriegen, bevor wir hier irgendwie noch groß Schaden nehmen. Ja, einmal kontern. Zack. Na, komm, wer will als nächstes? Ja. Greif an! Oh, 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 oh. Und wieder ein Erwicht. Ja, da kommen wieder neue. Scheiße. Ah, müssen aufpassen. Na komm. Nein, das kann doch nicht! Ja, komm, 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 komm. Der nächste. Wir müssen hier, glaube ich, mal langsam loswerden, bevor wir hier gänzlich ums Leben kommen. Verdammt. Und. Ah, komm, jetzt erledige den doch mal. Erledige, bevor der wieder aufsteht. So, perfekt. Wow. Okay. Wo ist Talal? Wo ist der Typ? Ist der? Können wir hier irgendwo hoch? Da können wir hoch. So. Ja, okay, er flüchtet. Aber das wussten wir, dass er das tun würde. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir möglichst zügig hinterherkommen. Au. Oh, oh, der ganz fieser Tritt. Komm, schlag doch. Und erwischt. So, jetzt wird man hier da hoch. Okay. Aber wir wussten ja, dass er fliehen würde, deswegen ist das, wir reichen uns das jetzt. Nein, du sollst. Geh doch da hoch, Mensch! So, hier, da lang. Wir müssen dem jetzt hinterher, damit er nicht zu sehr entwicht. Weg mit dir, weg! Ja. Konter doch, mein ich. Hallo? Wieso? Wieso kontert der jetzt nicht? Ja, es ist so manchmal. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat. Es ist manchmal schwierig. Geber, Kaffee! Irgendwie funktioniert das mit dem Blocken, habe ich manchmal den Eindruck nicht. Das wird euch eine Lehre. Wie kannst du glauben, mich besiegen zu können? Gott ist auf meiner Seite. Du bist nicht gewinnen. Ach Gott. Wollen wir die ganzen Scheiße hier nochmal machen? Na gut. Einer weniger. Perfekt. So, jetzt, wo ist der nächste? Ja. Und ah, erwischt. Perfekt. Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Und wieder einer weniger. Ich muss dieses Mal geschickter anstellen. Nein, komm, schlag zu. Ja, Gott. Und wieder einen Wicht. Na komm. Ah. Na komm, schlag zu. Perfekt. Und noch einer weniger. So. Jetzt müssen wir wieder die Leiter hoch. Da ist die Leiter. Komm hoch. Okay, jetzt wieder hinter ihm her. Na komm. Ah, hier sind es zwei auch noch. Okay. Schlag. Wow. Oh, oh, oh. Ganz böse ins Gesicht erwischt.
Na komm, sterb doch einfach. So. Jetzt hier die Leiter hoch. Und Talan hinterher. Okay, das heißt wieder hier rüber. Ah, nein. Komm hoch. Sieh dich. Siehst du dich hoch? So. Komm, spring da rüber. Weiter. Und hinter ihm her, schön hinter ihm her. Dein Leben ist perfekt. Solange du noch kannst. Er kommt gleich doch an. Wenn du endlich erledigen kannst. Jetzt geht das mit den Blocken, ne? Weiß nicht, was da eben kaputt war. Komm. So. Mal schauen, wo er ist. Er wird wahrscheinlich irgendwie über die Dächer gelaufen sein. Das heißt, wir werden hier auch irgendwie mal wieder hoch müssen. Von gerade da geht's nicht. Da ist er doch. Die müssen wir auch wieder mit der... Na, lauf doch hinterher. Und erwischt. Ihr könnt nicht mehr fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten? Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg. Von zerstörten und gebrochenem Leben. Ja, so denkt ihr in eurer Unwissenheit. Euren Geist abzuholen. Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Wie beim letzten Mal bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Mord, den wir jetzt gerade verübt haben, tatsächlich gut war. Aber ich meine, ich sag mal so, alle Bösewichte oder Leute, die man nicht ganz so Gutes tun, würden natürlich, je nachdem, auch das Ganze so ein wenig schönreden, was sie getan haben. Aber ich meine, andererseits, wenn man tot ist, dann lohnt sich Lügen eigentlich auch nicht mehr, ne? Deswegen, ja, ich bin da irgendwie noch, wir werden mal sehen, wie das hier enden wird, aber irgendwie weiß ich noch nicht, ob das, was wir hier tun, also die Leute, die wir ermorden, wirklich so schlecht sind, dass sie tatsächlich den Tod verdient haben. Oder ob wirklich ihr Tod wirklich die Welt besser gemacht hat. Aber erstmal müssen wir jetzt hier wieder fliehen. Bevor Gott und die Welt hinter uns her ist. Na komm schon. Und dann müssen wir zurück zum Verbindungsbüro. Denn unsere Aufgabe hier ist jetzt erledigt. Ja, so, hier lang. Naja, aber im zweiten Durchlauf ging es ja einigermaßen besser als im ersten Anlauf. Ich verstehe nicht, warum der eben da nicht geblockt hat irgendwie. Das ist irgendwie sowas, das lässt mir jetzt auch wieder keine Ruhe. Warum hat der da nicht... Naja. Ah, verdammt. Ja, sehr schöne Kameraperspektive. Na komm, schlag zu. So.
Soll die hier mal loswerden? Ja, komm schon. Schlag doch. Erledig die doch mal. Na komm. Und ach, einer weniger. So. Na komm schon. Und der letzte. Und komm schon. Okay, dann lassen wir den mal laufen. Wir müssen zurück zum Verbindungsbüro. So. Ich muss jetzt ja hier irgendwie... Nehmen wir hier mal die Leiter hoch. So. Und runter mit uns. Und wir haben den Auftrag beendet. Altair, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Das Attentat ist beendet. Und wir sollen zurück zu Al-Mualim. Vorspulen bis Masyaf? Ja, nein. Ja, machen wir mal. Krugträger können leicht ihre Deckung verraten, wenn sie wegen ihnen ihre Krüge. Ja, ja, Krugträger. Mich dünkt, ihr hattet Erfolg? Der Sklavenhändler ist tot. Ja, die Vöglein haben es mir bereits geflüstert. Der Krieg ist ein schmutziges Geschäft. Es mangelt an Arbeitern und Soldaten. Diesen Mann zu töten hat zahllose Leben gerettet. Ihr habt den Sarazenen und Kreuzfahrern ohne Frage zusätzliche Truppen versagt. Es sind finstere Zeiten, wenn Leben in Gold aufgewogen werden. Erst recht, wenn es so geringe Mengen sind. Er sah es anders, behauptete, es wären keine Sklaven, dass er ihnen helfen würde. Wisst ihr, woran man erkennt, ob ein Mann dem Wahn verfallen ist? Sie sprechen mit sich selbst, verletzen sich. Nein. Es sind jene, die sprechen und handeln, als wäre alles in Ordnung. Ich verstehe nicht. Nur wenige gestehen das Böse ein. Es ist stets zweckgebunden. Stets erklärbar. Also hat er gelogen? Ich war nicht dort, hörte seine Worte nicht. Aber ja, so ihr die Wahrheit sagt, wollte er wohl nur seine schändlichen Taten entschuldigen. Aber ich sah sie, die Männer und Frauen, die Sklaven sein sollten. Eine absonderliche Auswahl. Alt, krank, toll. Schwach, ja. Wie kann man einen besseren Soldaten erschaffen, als ihn aus einem gebrochenen Mann neu aufzubauen? Gebt ihm, was ihm gefehlt hat, und versprecht ihm noch mehr. Das scheint mir sehr aufwendig. Das ist es. Aber im Gegenzug erhält man Treue. Mit dem Wissen um ihre Vergangenheit würden diese Männer ihren Retter niemals verraten. Eine interessante Theorie. Seht ihr, es gibt noch viel, was ich euch lehren kann. Alle betrügen. Alle anderen. Sich selbst. Lernt diesen Schleier zu durchschauen und erkennt, dass nichts wahr ist. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Wir sprechen uns wieder, wenn der Nächste gefallen ist. Ja, damit sind wir jetzt quasi in Rang 3 aufgestiegen und erhalten die Wurfmesser zurück, die wir eben, glaube ich, hätten gut gebrauchen können. Aber nun gut, man kann es ja nicht ahnen. Aber vielleicht werden die auch in Akkon uns gute Dienste erweisen. Und wie gesagt, ich bin immer noch nicht davon überzeugt, ob Talal wirklich gelogen hat, und irgendwie erscheint mir das alles noch ein wenig merkwürdig.
Aber nun, wir werden hier weiter fortschreiten müssen, um herauszufinden, ob an meinem Bauchgefühl etwas wahr ist und es tatsächlich irgendwie noch... Naja, wie soll ich sagen? Ob es noch irgendwas gibt, was hier nicht ganz stimmt oder nicht ganz das ist, was es zu sein scheint. Aber erstmal war es das wieder für diese Aufnahmesession und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.